Am 19. Februar tritt der deutsche Fußballmeister FC Bayern München beim FC Liverpool zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League an, ab 21 Uhr. Dabei kommt es zu einem ganz besonderen Wiedersehen. Bayerns Starstürmer Robert Lewandowski trifft auf seinen alten Cheftrainer Jürgen Klopp. Die beiden arbeiteten zwischen 2010 und 2014 bei Borussia Dortmund zusammen. Und das mehr als erfolgreich. Ich freue mich immer, wenn ich Jürgen sehe. Er war ein Trainer, der für mein Leben als Fußballer entscheidend war. Ich muss ihm dankbar für das sein, wo ich jetzt in meinem Leben bin, spricht Lewandowski in einem Interview auf UEFA.com in den höchsten Tönen über seinen ehemaligen Fußballlehrer, unter dem der 30-Jährige zu einem Weltklasse-Stürmer reifte. Der polnische Nationalspieler legte nach, er ist als Mensch und als Trainer einfach großartig. Wir haben so viel über Fußball und das Leben gesprochen und ich habe viel von ihm gelernt. Gemeinsam mit Jürgen Klopp feierte Lewandowski beim BVB zwei deutsche Meisterschaften sowie einen DFB-Pokalsieg, über 100 Tore für den BVB. Besonders das Selbstvertrauen und der Glaube an die eigenen fußballerischen Fähigkeiten habe der heutige Teammanager des FC Liverpool in Lewandowski geweckt, was der Offensivmann seinem Ex-Trainer besonders hoch anrechnet. Er hat diesen Impuls geweckt und mir immer den nächsten Schritt nach oben gezeigt. Ich wusste nicht, dass ich so großes Potenzial habe. Ich konnte nicht sehen, was noch in meiner Person steckt. Immer, wenn wir über das Thema gesprochen haben, hat mir das echt viel bedeutet. Die Worte des heutigen Bayern-Knipsers belegen den immensen Respekt und die Anerkennung, die sich der einstige BVB-Meistermacher bei seinen Ex-Spielern verdient hat. Lewandowski startete ab seiner zweiten Spielzeit bei den Schwarz-Gelben so richtig durch, nachdem er in seiner Debütsaison in der Bundesliga von Klopp zumeist noch als Einwechselspieler gebracht wurde. Ab 2011 war er im System des 51-Jährigen dann nicht mehr wegzudenken und entwickelte sich zu einem der besten Mittelstürmer der Dortmunder Klubgeschichte. Wettbewerbsübergreifend erzielte Lewandowski in seiner Zeit beim BVB über 100 Pflichtspieltore, bevor er im Sommer 2014 ablösefrei nach München wechselte. Lewandowski mit großem Respekt für den FC Liverpool. Mit seinem FC Bayern will der Starspieler in diesem Jahr endlich den ganz großen Titel einfahren und träumt vom Gewinn der Champions League. Der Respekt vor den Reds, die in dieser Saison auch in der englischen Premier League auf Titelkurs liegen, ist aber sehr groß. Sie sind defensiv sehr stabil. In der Offensive haben sie so viele gute und auch schnelle Spieler. Die Zeit beim Umschalten von Defensive in die Offensive ist sehr kurz. Sie marschieren sofort nach vorne. Das macht sie gefährlich, urteilte Lewandowski bei UEFA.com. Am liebsten will er mit eigenen Toren mithelfen, das Schwergewicht von der Mercy aus dem Weg zu räumen. In der bisherigen Champions League-Saison hat sich Lewandowski mit 8 Toren in 6 Spielen extrem treffsicher gezeigt.